Und damit hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge des Mirror's Edge Let's Plays, wo wir gerade hier dabei sind, dass wir irgendwo hin müssen. Oh, jetzt kriegen wir auch den richtigen Weg angezeigt, alles klar. Gerade eben sind wir zu den Scharfschützen gegangen und sind einmal gestorben. Und dann habe ich nicht mehr ganz genau gewusst, wo ich hin sollte. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt habe ich wieder eine Anzeige, wo ich hin soll. Zufolge begebe ich mich auch dahin. Da hinten ist die Anzeige, okay. So. Schaffe ich den Sprung hier überhaupt irgendwie? Oh, 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 genial. Sehr geil. Oh, das wäre auch fast schief gegangen. So, ihr kennt es ja schon. Runner Game. Woohoo! Oh mein Gott. Sie sind drin. Los, raus da, Faith. Ja, auf dem Weg dahin. Hier rein? Nee, alt. Ach so, hier. Drück aufs Knöpfchen. So, Main Chase Access. Und jetzt hier hoch vermutlich. Okay. So war es nicht ganz geplant. Ich muss irgendwie. Jetzt hat's gepasst. So komme ich jetzt hier hoch. Okay, ich würde sagen, ich muss nach da oben. Boah, ganz ehrlich, respektabel, dass du den Sprung geschafft hast. Also das hätte ich ja nicht hinbekommen. Und auch immer noch mit einer Hand, weil es ja so leicht ist. So. Ich spamme übrigens immer W und Leertaste, weil ich nicht weiß, was richtig ist. Oh, yay, wuhu! Oh oh. Ich hätte den Sprung direkt machen sollen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Machen wir ihn so. Ja, passt auch. Und drücken hier aufs Knöpfchen. Ich habe übrigens gerade nochmal den Sound angehört. So laut war es übrigens gar nicht. Das ist der Hampton-Zugangspunkt. Dein Ausgangsplatz. Checkknife ist nicht dabei. Okay. Den Sound nochmal angehört. Und so krass laut ist das Spiel gar nicht. Also irgendwie. Hohoho. Für mich war es lauter. Alles klar. Warten wir aber nicht gewettet. So, wir müssen jetzt hier nach oben raus. Ich muss sagen, ich frage mich, was das für eine Stadt ist, wo sie solche Kanalisationstore bauen. Also ich meine, okay, hier in den Tower soll soll das Haus rein. Das ist mir schon klar, dass das Fundament wird. Aber diese Kanalisationstore verwundern mich. Das sind ja mehr so Sicherheitstore. Macht das irgendeinen Sinn, warum man Sicherheitstore baut? In die Kanalisation? Okay. Oh, fuck. So, jetzt da hoch. Das sah schon sehr eng aus am Anfang. Okay, hier ran. Und jetzt dahin. Zum Glück habe ich immer diese roten Markierungen, die einen echt grob sagen, wo man hin muss. Ansonsten würde man so verlieren mitunter. Ja, wunderschön. So, dahin. Dahin. Und hierhin. Also ich hoffe, dass das richtig ist. Es sieht richtig aus. Oh. Eieiei. So, hier hoch. Okay, das war saugefährlich, was ich hier gemacht habe. Autsch, das hätte schief gehen können. Warum schaffe ich denn diesen einfachen Sprung nicht? Das ist doch so. Wenn ich den hier schaffe, muss doch der andere hier auch möglich sein, oder nicht? Ja, passt doch. So, hier ran und hoch. Hast geschafft. Genießt du die Aussicht oder was? Die Cops sind schon auf dem Weg zu dir. Nee, der Weg ist einfach nur nicht so leicht, wie du das dir vorstellst. So, zieh mich hoch. Ah ja, da muss ich jetzt gleich dran. So, und jetzt dann hier gleich raus. Und dann beginnt der nächste Run. Weiß gar nicht, wie das war. Müsste ich rot? Nee, ich weiß es gar nicht, ob ich
rot markierte wegmachen muss. Shit. Ja. Das tut mir etwas leid. Es war so nicht geplant, aber... Okay, die Waffe ist leer. Ach, scheiße. Das war der Fall. Jetzt haben wir's. Oh, da war noch eine Shotgun daneben. Jetzt weiß ich auch, warum hier oben das so ist. Ich habe übrigens auch mitbekommen, dass ich etwas hallernd klinge. Ich habe mal versucht, den Popschutz vom Mikrofon wegzunehmen. In der Hoffnung, dass das den gewünschten Effekt hat, den es haben soll. Ich weiß es aber nicht. Es kann sein, dass es den nicht hat. Es kann sein, dass es den hat. Weil, wie gesagt, momentan durch den Verlust meines Mikrofonarmes ist das Ganze etwas schwerer zu handhaben. Shit, gib die Waffe! Oh, warum ist denn die Schrotflinte so schwer? Und wie oft kann ich R drücken? Also gegen Gegner kämpfen ist irgendwie immer noch eine Herausforderung. Ich meine, ich könnte hier außen rumrennen und sie einfach ignorieren. Ich meine, das Ziel ist ja, denke ich, klar. Ja, das Ziel ist, da wir ignorieren die mal, schauen, was passiert. Komm, du musst in den Fluss kommen, dass du hier schnell bist. Ja, sehr schön. Autsch. So, hier hoch? Klappt das? Nee. Hier klappt es auch nicht hoch. Hier hoch könnte klappen. Nee. Da hinten irgendwo hin? Nach hoch? Wie soll ich denn da hochkommen? Also der Ausgang ist ja, denke ich mal, allen klar. Die Frage ist... Das war richtig. Oh, scheiße. Okay, ich weiß, was ich machen muss. Ich muss nur den Sprung irgendwie schaffen. Und der Sprung ist tatsächlich gar nicht so leicht, wie er im ersten Moment aussieht. Also bis man ihn gefunden hat, sagen wir es mal so. Die Gegner sind auch noch ein Problem. Okay, wir machen das jetzt wieder so, dass ich versuche, zuerst den hier, so dich weg und... Dich weg. Oh, das hat nicht geklappt. Oh, oh, oh. Und dich noch, komm. So, Waffe wegwerfen. Hier hoch. Ich hab aus Versehen eher gedrückt. Das war so nicht geplant. Egal. Weiter. Sprung und zack. Perfekt. So. Hier hoch und hier rein. Das war... Hör zu, Jack Knife weiß vielleicht was über den Mord an Pope, also lass dich nicht von ihm verarschen, okay? Ja, er war ein ziemlich guter Runner. Keine Ahnung, für wen er jetzt arbeitet. Das war wieder, schwer. Aber wir haben es geschafft. Bonk. Ah. Oh. Dann ist klar, wir machen erstmal ein Runner-Duell. Okay. Ich folge dir. Ich hoffe einfach mal, dass ich denen vertrauen kann. Was hoch mit dir? Wo ist er hin? Ich habe ziemlich exakt keine Ahnung, wo er hin ist. Komme ich hier hoch? Hier komme ich jetzt hoch. Alles klar. So, ich werde ihn auf jeden Fall nicht vernünftig einholen können, weil er logischerweise schneller ist und weiß, wo es lang geht. Ach, du Kacke. Uiuiui. Okay. So. So. Hier hoch. Du verlierst ihn, Faith. Nein, ich verliere ihn nicht.
bin direkt dran. Aber ob wir das packen werden, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das heißt, ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über jeden Scheiß und sage auf immer zum Schluss: Tschö mit Ö.